Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und ich möchte nochmal über den vergangenen Lavados-Tag reden. Mein bestes Lavados auf Level 40 pushen, also maximieren. Und noch ein paar Sachen zeigen, noch ein paar Statistiken, die den Tag betreffen. Ich hatte vor dem Tag ungefähr 67,9 Millionen Erfahrungspunkte. Nach dem ganzen Event ca. 68,6 Millionen Erfahrungspunkte. Im ganzen Event, nicht im Event, nur an dem einen Tag, am Lavados-Tag habe ich ungefähr also 750.000 Erfahrungspunkte gemacht. Dann insgesamt Statistik, vorher hatte ich 39 Lavados gesehen und 20 gefangen. Nach dem Lavados-Tag waren es dann 65 gesehen und 37 gefangen. Das ist jetzt natürlich nicht so krass, 17 von 26. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch keinerlei Bären verwendet. Das musste ja wirklich schnell gehen, zack auf zack. Wir sind von Raid zu Raid gefahren. Ich habe einfach wild die Bälle da drauf geschmissen. Ein Shiny war natürlich dabei auf dem Hauptaccount mit 18,39. Bevor der ganze Tag jedoch angefangen hatte, hat Leo Sai sogar noch ein Shiny Stolunio bekommen. Kurz außerhalb, bevor wir an der ersten Arena waren. Und Linsira hat später sogar während des Lavados-Tags ein weiteres Stolunio bekommen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Wer das ganze Video sehen will, wie das alles abgelaufen ist, soll mal vorbeischauen. Das habe ich vor 2 Tagen oder so hochgeladen. Der Bockwurst-King hat ein 87%iges Shiny Glücks-Lavados gepostet. Also da wurde auch gleich getauscht an dem Tag. Und eins ist noch glücklich geworden. Quede hat zum Beispiel gepostet, er hat 3,98er Lavados bekommen. Auch Glückwunsch dafür. Dann mitten am Tag ist Zahnfeed ausgestiegen. Der musste dann zur Arbeit. Der konnte also die letzten 2 Raids nicht mitmachen. Aber der hat es natürlich auch gut erwischt, denn er hat ein 96%iges Shiny bekommen. Genauso wie Nebels, der hat auch ein 96%iges Shiny bekommen. Auch nochmal Glückwunsch dafür. Um 14.30 Uhr war für uns dann auch alles um. Da haben wir unseren letzten Raid gemacht. Aber das war nicht der letzte, der gesehen wurde, denn selbst 15.10 Uhr hat Honguto in Hessberg noch einen Raid gesehen. Da war immer noch Lavados da. Man hätte dort immer noch Lavados machen können, weil in Hessberg natürlich nicht so viele Leute vorbeigekommen sind und das wurde ja dann auch erst aktiviert, deswegen hätte man zu dem Zeitpunkt nochmal einen Solo-Raid probieren können oder einfach noch eins mitnehmen nach dem offiziellen. Aber jetzt möchte ich nicht weiter quatschen mit den ganzen Statistiken und dem ganzen Zeugs. Lavados, so, und schauen. Ich habe also leider nur ein 96er als bestes, kein 100er, kein 98er. Apropos ein 100er. Linsira natürlich, die das Shiny Stolunio bekommen hat, hat später auch noch ein 100er Lavados bekommen. Auch Glückwunsch nochmal raus dafür. Ich leider muss mich mit dem 96er zufrieden geben und ich hatte schon ein altes 96er, wie ihr hier seht, mit Feuerwirbel und Hitzekoller. Das war damals gefangen, 2017 am 4.8. Und jetzt habe ich eins am Lavados-Tag bekommen mit 96%. Am 8.9.2018, dass ihr das auch seht. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste, welches von beiden wir hochziehen, ich finde, das vom Lavados-Tag hat einfach mehr Wert. Das hat ja schließlich auch diesen Legacy-Move, die Spezialattacke, die man nur da bekommen kann. Und das ist einfach mit der Gruppe gefangen an einem richtig coolen Tag, was richtig mega Spaß gemacht hat. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, einfach das 96er vom Lavados-Tag hochzuziehen und nicht das alte. Jetzt werde ich das Ganze hier ein bisschen hochziehen. Das dauert ein bisschen. Genug Bonbons sind natürlich vorhanden. Ich habe damals ja schon immer, wenn ich Lavados gemacht habe oder alles und lauter 5er Raids, habe ich immer gesehen, dass ich ungefähr 250 Bonbons speichere auf jedem legendären Pokémon. Aber großartig hochgezogen hatte ich da noch keine von den Vögeln, nicht. Wenn ich mal ein 100er hatte, war das was anderes, da habe ich sofort hochgezogen. Aber bei allen, wo ich kein 100er hatte, habe ich eigentlich immer abgewartet. Jetzt können wir trotzdem mal das Beste hochziehen, weil es ist trotzdem eigentlich ein richtig guter Feuerangreifer. Ich habe zwar auch mein 100% Entei auf Max gepusht, aber wir wollen natürlich auch mal aus der Generation 1 den Feuervogel irgendwo würdigen.
Und die letzten zwei Pushs stehen noch aus. Die kosten jeweils 15 Bonbons und 10.000 Sternenstaub. Aber das hauen wir doch gerne rein. 3-2-3-2 ist natürlich auch eine coole Zahl. Zwischendurch hat es auch die 3.000 erreicht. Und zwar glatt die 3.000. Und jetzt ist es auf dem Maximum Level 40. Lavados 96%. Kein GPS mit 3.256 WP. Wir können ja nochmal nachgucken. Kannst im Kampf mit allen aufnehmen. Angriff ist beste. Die Werte sind die besten, die ich je gesehen habe. Daran besteht kein Zweifel. Ist irgendwie neu, oder? Daran besteht kein Zweifel. Das hat er doch vorher nicht gesagt. Aber ist jetzt eigentlich immer dabei. Also immer wieder mal was Neues. Kleine Sachen, die sich einschleichen. Das sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Wir können auch mal schauen, wenn wir jetzt hier reingehen, wo sich das jetzt ansiedelt. Zwischen den anderen Gansen. Entei natürlich immer noch weiter vorne, aber das ist ja auch 100%. Aber hier zwischen den Garados hat er sich breit gemacht mit seinen 96%. Das 96er Lavados. Das war's von mir, das war's von Lavados. Lavados kommt jetzt trotzdem nochmal zurück, zusammen mit den anderen Vögeln. Ab jetzt würde ich nur noch eins hochziehen, wenn wirklich ein 100er dabei wäre, weil selbst wenn man zwei Stück auf Level 40 hat von einem Pokémon, ist das nichts Schlimmes. Eins einfach mal so und dann ein 100er. Das sollte in keiner Sammlung fehlen. Aber ob es soweit kommt, sehen wir später. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.